Die Volkshilfe hat sich ganz besonders dem Widerstand und der Zivilcourage unter schwierigen Bedingungen gewidmet, gestern, heute Morgen. Und im Rückblick zum NS-Terror und wie da gearbeitet wurde, gibt es besondere Namen, Frauen, die herausstechen. Matzner, Flossmann, Glöckl, alles Frauen, die schon in der Zwischenkriegszeit im Austrofaschismus und dann auch in der NS-Nazi-Zeit Widerstand geleistet haben, aber vor allem Zivilcourage bewiesen haben, indem sie in Wirklichkeit wider besseren Wissens, sie wussten, sie sind bedroht, Menschen geholfen haben. Das ist die Vorgeschichte der Volkshilfe, das ist die Societas, geprägt von mutigen Frauen, Menschen, die nicht einknicken, wenn es hart wird.